Anja und willkommen zu der neuen Folge Geburt bis zu Tod. Heute als reiches Mädchen wieder zusammen mit der Easy. Falls ihr diese Brookhaven Videos mögt, dann abonniert gerne den Kanal. Ich habe nämlich noch eine Menge davon. Dann verpasst ihr keine neuen mehr. Und ihr könnt gerne die Playlist am Ende in der Endcard anschauen zu all meinen Roblox Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Wie lange dauert es denn noch? Ha? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich habe sie hierher geholt, weil ich gehört habe, sie sind die teuerste Hebamme, die es hier gibt, die Geld kaufen kann. Oh, okay. Ich habe mir hier hinten schon ein Zimmer vorbereitet. Setzen Sie sich mal hin. Was, im Badezimmer? Ja, ich hatte doch eine Wassergeburt. Von mir aus dann rein in die Badewanne. Ich mache nicht Wasser an. Okay, danke. So, bitteschön, es läuft voll. Einmal reinlegen, wenn es geht. Reinlegen? Nee, reinlegen, genau. Das würde, glaube ich, das wäre unangenehm. Oh, jetzt legen Sie sich schon. Okay, so gut? Ja, sehr schön. So machen Sie das richtig. Und jetzt einfach pressen. Okay, pressen. Das kommt schon raus. Ja, ja. Ganz ruhig. Oh, ich habe mir den Kopf gestoßen. Warten Sie, wollen Sie ein Stück Schokolade zwischendurch? Oh ja, ich hätte gerne ein Stück Schokolade. Dankeschön. Ich habe leider ein Schokoladeneis, aber kriegen Sie auch. Das würde auch funktionieren. Okay, danke. Das ist viel einfacher. Ah, okay, ja, das hilft wirklich. Vielleicht noch ein Stück Kuchen? Oh, nee, danke. Oh, es ist schon da? Es ist schon da. Oh, vielen Dank. Ja, hervorragend. Sehen Sie, Sie haben es gar nicht gemerkt mit der Schokolade. Mit der Schokolade, das hat wirklich geholfen. Sie sind wirklich Ihr ganzes Geld wert. Ich werde Ihnen auf jeden Fall einen guten Brief schreiben. Eine gute Bewertung. Gerne. Ja, 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 wäre wunderbar. Gut, dann danke. Ihnen alles Gute mit Ihrem Baby. Auf Wiedersehen. Ja. Ach, warum stehst du denn da nur rum? Kannst du mir was zu essen machen? Ich bin doch schon dabei. Jetzt beruhig dich mal. Mach dir mal selber was zu essen. Ich kann mir nicht diese selber Puppe was gefunden. Zu essen machen. Die gehört hast du die denn gefunden? Dir. Nein. Ja, wem soll sie denn sonst gehören? Keine Ahnung. Vielleicht hast du die mitgebracht. Ich glaube nicht, dass deine Mutter mit Puppen spielt. Wie auch immer. Also was willst du denn haben? Ich hätte gerne Trüffelpasta. Trüffelpasta. Wir haben keine Trüffel da. Wir haben keine Trüffel da? Nein, wir haben keine Trüffel da. Okay. Können wir vielleicht einfach den Chef anrufen? Geh kurz in den Laden und hol dir Trüffel. Okay, dann geh kurz in den Laden und hol mir Trüffel. Dann lege ich mich nochmal hin, so lange. So, damit ist dein Essen auch schon fertig. Ist fertig? Ach, danke schön. Lass sie schmecken, wie immer. Vielen Dank. Ja, oh, dein Essen wird besser langsam. Immer sauber. Dankeschön. Ich war auch in der Kochschule. Ich bin 5-Sterne-Koch. Am Anfang war es ein bisschen fad, aber mittlerweile ist es ganz okay. Ist essbar auf jeden Fall. Oh, ich habe keinen Hunger mehr. Du hast keinen Hunger mehr? Oh, nee, ich habe die ganze Schokolade gegessen. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Es ist kein Problem. Ich habe ja nur eine Stunde gekocht und war einkaufen. Geh doch so lange mal im Pool schwimmen. Ah, okay, dann mache ich das. Ah, ja, da ist er. Genau. Mein schöner, privater Pool. Oh, dann, oh, das ist schön. Auch mit dem Blick auf die Stadt. Das Licht, genau, das haben wir an. Das Licht haben Sie angemacht? Ja, dann viel Spaß. Oh, ich hab das Gefühl, der Chlorgehalt ist ein bisschen verschoben. Können Sie da gerade einfach den Poolboy nochmal anrufen, dass der sich darum kümmern soll? Natürlich, kein Problem. Dankeschön. Ist auch noch nachts, da kann ich mich gar nicht sonnen lassen. Können wir die Tageszeit ändern? Ja, wir ändern die Tageszeit. Okay. Es ist gleich Tag. Ich tue mein Bestes. Ich habe das Gefühl, wir ändern hier die Tageszeit gar nicht. Das ist sehr ineffizient. Sie wollen ihren Job doch behalten, nehme ich an. Von mir aus. So, dann leg dich hin, dann sonnen wir dich jetzt. Okay. Leg dich auf mich. Ich leg mich hin. So, mit der UV-Lampe. Bitteschön. Okay, ach, immerhin. Nah genug dran. Ja, genau. Ein Kuchen mit ganz viel Schokolade. Das mag sie am liebsten, Herr Koch. Genau. Alright. Kleine Prinzessin? Ja? Prinzessin, bitte aufstehen. Wo bist du denn? Ich bin in meinem Zimmer, hi. In deinem Zimmer? Wo warst du denn? Naja, ich hab geschlafen. Happy Birthday! Oh, stimmt. Heute ist ja mein Geburtstag. Der Koch hat dir einen Schokoladenkuchen gemacht. Willst du ihn haben? Ja, Pusten gerne. Alle Kerzen aus. Der Koch sieht komisch aus. Wieso denn? Der hat so einen Dreizack auf dem Rücken. Ja, der kommt aus der Hölle, aber dafür ist sein Essen höllisch gut. Ach, okay, verstehe. Und er ist günstig. Und wie schmeckt? Günstig, schmeckt okay, schmeckt nicht schlecht.
Ja, wunderbar. Dann habe ich hier ein paar Geschenke für dich. Also oh, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hier einen neuen Ball für dich. Ein Ball? Ja, natürlich einen Ball. Dann habe ich für dich dieses Geschenk. Ist das von meiner Mama? Ist von deiner Mama, das musst du später auspacken. Oh, das tue ich in mein Zimmer. Ja, mach das in dein Zimmer, genau. Dann stelle ich am besten hinten rein. Okay, was kriege ich noch? Eine Gitarre. Hier. Eine Gitarre? Oh, super, die habe ich mir gewünscht. Das wussten wir doch alle. Okay. Achso, deine Mutti hat dir noch ein Geschenk gemacht. Meine Mama hat mir noch was geschenkt? Ja, das soll ich dir geben. Das okay. Damit kannst du dir eine neue Wohnung kaufen oder was du willst. Ach, ist okay, die Wohnung hier tut's fürs Erste. Ah ja, wunderbar. Dankeschön. Ruhig, Brauner. Hallo. Oh, hallo. Ich bin hier für die Reitstunden. Reitstunden willst du machen? Ja, ich hatte, glaube ich, meine Assistentin anrufen lassen. Du bist es. Ronja, oder? Genau, Ronja. Alles klar, Ronja, dann komm mal mit. Wir haben ein Pferd für dich. Ein Pferd? Das haben wir irgendwo hingestellt. Vielleicht in den Stall? Stall. Genau, das müsste hier drin sein. Das kannst du dir einmal rausnehmen. Okay. Weißt du, wie man das macht? Klar. So schwer kann Reiten ja nicht sein. Alles klar, dann komm mal mit hier. Jetzt hier raus? Ja, hier raus. Wir machen erst einmal Schritttempo, okay? Schritttempo, okay. Ja, Schritttempo. Hinten erst in dem Käfig oder hier draußen in der freien Wildbahn? Ich würde sagen, wir reiten erstmal eine Runde normal und danach können wir einmal Parcours-Reiten machen. Okay. Was hältst du davon? Finde ich gut, ja. Alles klar. Dann mach jetzt mit hier eine ganz normale Runde so. Okay, ich komme mit. Genau. Gibt es irgendwelche Sachen, die cool sind, wo ich vielleicht auf meine Freundin mit angeben kann? Du möchtest angeben? Ich möchte gerne... Bist du jetzt hier am falschen Ort? Nein, aber halt irgendwie so coole Kunststück-Springdinger. Ja, du kannst hier drüber springen, wenn du willst. Okay. So geht das. Zack. Okay. Hier musst du rüber springen. Eins, zwei, drei. Ja, oh, gut. Oh, ich bin hervorragender Reiter. Sehr gut, wow. Du stellst dich echt gut an das erste Mal. Dankeschön. Ja, am Pferde brauchen bei der Pferde auch mal eine Pause. Ah, okay. Könnt ihr ein bisschen Heu essen bei der Fahrt? Das wäre ganz nett. Okay, aber ich muss hier nicht sauber machen, weil ich habe das viel gehört, dass man bei Pferden immer ständig die Kacke wegmachen muss. Das fände ich ein bisschen eklig. Nee, das kommt hier nicht vor. Diese Pferde sind eine spezielle Züchtung. Okay, da passiert es nicht. Genau, und dann kannst du jetzt aber mitkommen. Nein, natürlich passiert es hier mit diesen Pferden nicht. Was okay, fällt das, denn bitte ein? Das und dann kannst du nämlich jetzt mal mitkommen. Wir reiten nämlich jetzt da vorne hin. Okay. Hier durch. Hier durch? Und da musst du rüber springen. Oh, okay. Oh, das war ein guter Sprung. Sehr gut, sehr gut. Und dann können wir hier den Pferden was zu trinken geben. Okay. So, in der linken Box war das Pferdchen. Das kann hier wieder rein. Auf Wiedersehen, kleines Pferd. Und dann Tür einmal zu. Okay, genau, ich glaube, ich muss jetzt auch los. Also alles gut. Mama hat schon bezahlt. Genau, ich fahre jetzt nach Singapur, fliege ich nämlich für einen Urlaub. Singapur, davon habe ich ja noch nie gehört. Ist der Flughafen ist direkt gegenüber, gell? Ja, auf der anderen Seite. Okay, danke schön, Wiedersehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Bald wird geheiratet und ich brauche nur noch mein Kleid. Und dann kann ich mir schon meine Haare machen lassen und meine Nägel. Und dann, oh mein Gott, ist das so aufregend. Oh, hi. Hallo, willkommen. Warte, du bist meine Hochzeitsplanerin, oder? Du arbeitest doch hier? Nein, die Hochzeitsplanerin ist gerade hinten. Wenn du willst, kann ich sie holen. Oh, das wäre super. Alles klar, ich gehe sie mal kurz Dankeschön. Holen. Okay, dann gucke ich mich hier schon mal um. Hm, ich weiß gar nicht, will ich ein elegantes weißes Kleid oder will ich eher was peppiges, buntes? Schwierig, schwierig. Vielleicht kann meine Hochzeitsplanerin mich da gleich beraten. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ist hier jemand? Ich habe gehört, hi. Sekunden. Hi, wie geht's dir? Alles klar, du heiratest bald, habe ich gehört. Ich heirate, übermorgen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn jemand heiratet. Wen heiratest du denn? Ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der besitzt hier die größte Firma in Brookhaven. Ich glaube auch die Bank. Der Sohn Ach, von dem. Tatsächlich? Der Sohn? Ah, ja, dem gehört auch der Klamottenladen hier. Das heißt, du kriegst bestimmt alles kostenlos. Oh mein Gott. Komm mal mit. Willst du ein bisschen was für eine schöne Überraschung. Ich zeig dir mal unsere Kleider, okay? Okay, super gerne. Genau. Zieh dich mal ein bisschen um. Das okay, kannst du mal anprobieren. Um. Okay, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu rot. Vielleicht... Was möchtest du denn für ein Kleid? Willst du was Klassisches? Haben sie denn was Klassisches hier? Natürlich haben wir was Klassisches. Nimm doch mal das Kleid hier. Probier das mal an. Okay, wow. Ja, das ist super schön. Das würde ich nehmen. Ja, alles klar. Du kannst es direkt mitnehmen. Wie gesagt, wenn das dem Sohn gehört, dann ist alles aha. Okay, warte, du kümmerst dich dann um den Rest bei meiner Hochzeit, richtig? Ja, ich kann mich auch mal alles andere kümmern, selbstverständlich. Oh, das wär ein Träumchen, weil meine letzte Hochzeitsplanerin, die hat es noch nicht komplett geschafft. Ich bräuchte nämlich auf jeden Fall einen Springbrunnen installiert.
Direkt in der Mitte, wo man dann runterläuft? Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Okay, Feuerwehr kenne ich gerne noch, was mein und den Namen meines Ehemanns dann in den Himmel schießt. Aha. Ja? Ja, schreibe ich mir auf. Schreibe ich auf. Und ansonsten halt einfach so eine kleine Geschenktüte für die Gäste. Am besten, ich weiß nicht, was haben Sie eine Idee, was man da gut reintun könnte? Oh, das wird eine tolle Überraschung. Das mache ich fertig. Ja? Natürlich. Ah, okay. Gut, dann würde ich mal weiter zum Haarsalon gehen. Es ist ja nicht mehr so viel Zeit. Ah ja, du solltest dich beeilen. Es wird doch schon dunkel. Oh, okay, gut, dann wir sehen uns bei der Hochzeit. Wiedersehen. Bis dann, ciao. Oh, hi, was geht? Wie kann ich dir helfen? Ich heirate übermorgen und ich würde mir gerne einmal alles machen lassen. Also Haare, Nägel, neue Frisur. Ah, und natürlich, alles klar. Sie haben auch Sprühbräune, richtig? Dass sie da nochmal vielleicht ein bisschen... Spray-Tanning heißt es. Genau, ja, Spray-Tanning. Womit wollen wir anfangen? Was möchtest du als erstes? Ich würde sagen, das Bräunen. Das Bräunen. Dann leg dich mal hier rauf. Hier bitte. Auf die Liege? Okay. Na klar. Und ich fange dann mal an mit dem Spray-Tanning. Dankeschön. Okay, war's das? Ja, sehr schön. Wow, du siehst knackig braun aus. Okay, das erscheint mir ein bisschen sehr braun, aber gut. Was machen wir als nächstes? Ich vertraue Ihnen da. Sie haben mir ihren Job. Los, wir machen deine Haare. Deine Haare? Besser aussieht. Erste Frisur? Genau. Willst du eine andere Frisur? Ich hätte schon gerne eine andere Frisur. Ja, genau. Dann machen wir eine Hochzeitsfrisur erstmal. Okay. Färben können wir danach. Sag okay, an, danke. Was du willst. Ich denke, eine Hochsteckfrisur wäre nicht schlecht. Irgendwas Simples, was trotzdem sehr, sehr klassisch ist. Alles klar, dann wollen wir mal. Okay, und los. Okay. So, das war's dann auch schon. Alles klar. Wie gefällt's dir? Ja, ich denke, die müssten wir vielleicht auf jeden Fall noch färben. Einfach, weil es mit der Hautfarbe nicht so gut passt. Hier, ja, ganz richtig. Links? Ja, wo du möchtest. Okay. Alles klar, welche Farbe willst du? Ich denke, so ein dunkelblond bis hellbraun ist ganz zutreffend. Jo, dann stell das Ganze mal ein. Ich mach dir mal den Sprayer an. Okay, danke. Ich glaube, das wird zu gelb. Das wird zu gelb, denken Sie? Ich glaube, das wird Oh ja, das wird auf jeden Fall zu gelb. Aber zum Glück können wir nochmal nachfärben. Nochmal nachfärben? Okay. Ja, ja. Dann versuche ich es nochmal. Ich habe es jetzt ein bisschen rötlicher eingestellt. Okay. Ja, das sieht doch schick aus. Wow. Das sieht gut aus? Das gefällt mir. So orange ein bisschen, ne? Aha. Gut aus. Was ganz Besonderes. Ich hatte das Gefühl, ich war eigentlich ein bisschen hübscher, als ich hier reingekommen bin. Ja. Okay, dann können wir immerhin noch... Wollen Sie da blond machen, die Haare? Meine Nägel machen? Nee. Alles klar. Ich denke, da haben Sie mit dem Spray-Tan haben Sie sich schon ein bisschen... Okay, ich hätte gerne einen Korallfarben, was dann wenigstens zu meinen Haaren passt. Korallen, natürlich. Koralle, okay. Genau, sehr schön. Okay, wir sind fertig. Fertig? Ja, okay. Wir sind fertig. Dann, Dankeschön. Ich überweise Ihnen das dann. Schöne Hochzeit. Dankeschön, Wiedersehen. Wiedersehen, ciao, mach's gut. Okay, na gut, vielleicht kann ich einfach mal duschen gehen, dann sehe ich wieder normal aus für meine Hochzeit. Aber... okay, ich hoffe, es werden einfach keine Fotografen da sein. Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Kann ich dir noch was bringen? Nee, ich denke, es ist langsam soweit. Wie hast du dich so jung gehalten? Magie. Wie jetzt Magie? Naja, ich wurde geklont. Ach so. Ich habe leider ja keine Angehörigen, aber du warst immer wie eine Mutter für mich. Das ist merkwürdig, das zu sagen, jetzt wo du jünger bist als ich. Aber ich sterbe bald, deswegen möchte ich dir gerne den Code für den Safe und all mein Geld geben. Hier, bitteschön. Oh, wirklich? Mhm. Ach Mensch, das kann ich nicht annehmen. Doch, bitte. Ich sterbe eh. Okay, dann nehme ich. Okay, hier auf diesem Tablet musst du den Code 115793 eingeben. Okay? Ja. Dann öffnet sich der Safe. 115793. Genau, da sind meine ganzen Millionen drin. Okay. Dankeschön. Alles klar, gut. Dann guten Tod. Danke. Gutes Sterben. Oh, aha. Wiedersehen, es war schön. Danke für alles. Boah, erstmal das Geld hier rausnehmen. So, das war's dann aber mit dieser Folge Geburt bis zum Tod als reiches Mädchen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei. Yes! Die macht nämlich auch super coole Roblox-Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss. Ciao.